Wie ist denn der Spitzname von Klaus? Schwere Frage. Also, ich glaube, der ist ganz schlau. Ja, vielleicht auch ein bisschen doof. Sein Kopf ist schon ziemlich groß. Außerdem arbeitet er am Computer. Er ist ganz schlau, aber er weiß mal wieder nicht Bescheid. Er macht manchmal wirklich gute tolle Dinge. Sachen, aber manchmal auch nicht. Also, ich zeige dir jetzt einen Zaubertrick, okay? Aha. Du berührst irgendeine der drei Münzen und ich werde nicht hingucken und werde dir sagen, welche Münze du berührst hast, okay? Okay. Okay. Warte, guck. Ich hab. Okay? Ja. Ich denke, es war die in der Mitte. Oh, wie macht der das bloß? Ja. Also. Jetzt noch einen, okay? Okay. Das war die linke. Du kannst ja zaubern! Ja. Das ist ganz schön schwer, das zu erraten, aber ich kann es halt. Wie lernt man denn sowas? Das darf ich nicht verraten. Und manche wollen auch im Computer sowas Schönes suchen. Und wenn sie es dann wieder finden, dann hat Rössler gezaubert. Also, stellt euch vor, ihr geht in ein Theater und ihr geht in den Keller nach ganz, ganz unten. Und da ist es dunkel und unheimlich. Und viele Leute schimpfen und schreien rum und schlagen sich und treten sich und sagen Immobilienskandal. Frohe Weihnachten!